Hösle Interroll litt im ersten Halbjahr ja unter Lieferkettenproblemen. Wo hat es denn konkret geklemmt? Einerseits an der Verfügbarkeit von Semiconductor. Das hat sich zwar im ersten Quartal hat sich das massiv verbessert. Und dann mit dem Konflikt Ukraine und den Lockdowns in China, da hat sich die Situation nochmals verschärft. Grundsätzlich können wir schon sagen, das hat sich verbessert, wenn man die ganze Masse anschaut. Aber es hat zwei, drei Produkte darunter, wo für uns sehr wichtig sind, wo wir massive Schwierigkeiten gehabt haben, diese zu beschaffen. Und der Ausblick ist jetzt eigentlich positiv. Also auch von dieser Komponente haben wir jetzt Zusicherungen bekommen, dass ab September wieder verfügbare Stückzahlen da sind, die wir benötigen. Generell gehen wir davon aus, dass sich die Situation jetzt verbessert, aber es hat klar mit den China-Lockdowns und der Ukraine-Krise hat das einfach zu Verschärfungen geführt, die unerwartet waren. Wir sind gut in das Jahr gestartet. Wir sehen das auch an den Sales-Zahlen. Die Verkaufszahlen sind gut nach 6 Monaten. Aber wir haben Lieferprobleme gehabt und wir haben auch ein Problem, wo wir sagen, das ist nicht voraussehbar. Und das haben wir auch mehrmals schon kommuniziert gegenüber den Analysten, gegenüber den Medien. Wir hatten ein sehr großes Order-Backlog und das zu alten Preisen, wo halt die Preiserhöhungen noch nicht zum Zuge kommen. Und das hat auch einen Impact gehabt auf unsere Materialkosten in den ersten 6 Monaten. Sie sprachen diesen Order Backlog an mit den fehlenden Preiserhöhungen. Sie gehen also davon aus, dass sich bei den Preisen und allem jetzt die Lage stabilisiert und Sie konnten auch die Preiserhöhungen so an die Kunden weitergeben. Das ist genau richtig, ja. Wir gehen davon aus, wir messen das jetzt auch. Wir haben für uns einen eigenen Index entwickelt. Wir haben auch eine Taskforce, die seit mehr als einem Jahr sich dem widmet. Und wir sehen jetzt die letzten 2 Monate, dass sich das plafoniert. Also das geht, Stahlpreise gehen zurück. Einzelne andere Komponenten sind hochgegangen, aber über den gesamten Basket hat sich das stabilisiert, was eigentlich vielversprechend ist und wir erwarten, dass sich das weiter beruhigt und im zweiten Halbjahr leicht senken wird. Eine Normalisierung sehen wir auch bei unseren Produkten. Wir haben jetzt unsere Lieferzeiten gegenüber unseren Kunden massiv reduzieren können. Wir haben damit auch unser Backlog auf den Produkten Rollers und Drives reduzieren können in den ersten 6 Monaten. Geht jetzt weiter und da sind wir jetzt bereits bei Rollen sind wir wieder nahe dran vor Covid-Lieferzeiten. Bei den Projekten geht das noch einige Zeit, bis wir so weit sind, aber das ist nicht nur bei uns oder von uns abhängig. Wir haben zwar hohe Bestände, wir haben ein hohes Warenlager, aber da ist auch der Kunde, der End-User mit dabei. Da gilt meistens, muss da ein Gebäude auch bereitstehen, da ist eine Installation, da ist Systemintegrator, da ist eine viel größere Kette, die bereit sein muss. Und da wird es wahrscheinlich noch einige Zeit gehen, bis die Lieferzeiten wieder zurückkommen auf Pre-Covid-Level. Wie sieht es denn mit den verschiedenen Regionen aus? Was können Sie uns da sagen bezüglich der Unterschiede, wie schnell da die Entwicklung sein wird? Wenn wir, ja, die Regionen sind sehr unterschiedlich, auch von der Sales-Seite. Amerikas hat wieder outperformed mit einem Wachstum von 36,4%. Asien-Pazifik ist aus unserer Sicht die Enttäuschung mit einem negativen Wachstum, also sind um 23,0% schlechter als im Vorjahr. Und da fehlen vor allem Großprojekte. Und da hat auch die Lockdowns in China haben da uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir hatten hohe Bestände in China. Wir konnten während den Lockdowns auch innerhalb von Festland China nicht ausliefern, weil man einfach keine Fahrer gefunden hat, die da über die Provinzgrenzen hinausfahren und diese Güter dann zum Kunden bringen. Und da sehen wir jetzt schon mit, dass sich da eine Erholung stattfindet. Aber der Markt Asien ist nach wie vor, ja, da fehlen Großprojekte. Die Pipeline ist da. Wir haben einige Projekte, die jetzt dann spruchreif sind. Mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Amerikas hat outperformed. Amerikas hat aber auch jetzt, da sehen wir schon auch, das ist war eine riesengroße Welle E-Commerce. Da findet jetzt eine Abschwächung statt, eine Abschwächung bei den Endkunden.
ist das nicht, weil E-Commerce weiterhin wachsen wird, auch bei den Endkunden. Da kommt jetzt mit Food, mit Grocery Shopping ein neues Segment in E-Commerce, wo starkes Wachstum bringen wird. Aber kurzfristig spüren wir das bei uns im Order Intake. Das sieht man auch an den Zahlen, die wir heute veröffentlicht haben. Mittelfristig sind wir aber sehr zuversichtlich, dass E-Commerce weiterhin ein sehr starker Bestandteil unseres Wachstums darstellen wird. Und Europa ist die ersten 6 Monate sehr gutes Ergebnis, Umsatzwachstum. Auch der Order Intake ist ansprechend, wenn man berücksichtigt, unter welchen Schwierigkeiten wir da gestanden haben mit den Lieferkettenproblemen, ein ansprechendes Ergebnis für EMEA. Vielen Dank. Vielleicht nochmal zurück zu Asien bei der Situation da. Sehen Sie da aber trotzdem mittelfristig die Trends intakt, auch wenn die Situation sich aktuell schwierig präsentiert? Wie würden Sie das da so beschreiben? Ja, absolut sehen wir die Trends nach wie vor sehr positiv. Wir haben auch jetzt das neue Werk in Suzhou. Wir sind daran, das in Betrieb zu nehmen. In Q3 geht das in Vollproduktion über. Damit haben wir die Kapazitäten in China verdoppelt. Und China ist auch unser Produktionsstandort für die ganze Region. Asia Pacific, nebst Thailand, sind wir in China am Produzieren für die Region, in der Region. Und wir sehen das schon, dass das einfach vorübergehend jetzt da gelitten hat. Aber die langfristigen Treiber, die sind alle voll intakt. Auch in China gilt das Gleiche wie für den Rest der Welt. Automatisation wird ein Zukunftstreiber sein, weil die Löhne steigen markant an von Jahr zu Jahr. Die Inflation ist im Moment in China noch relativ tief, aber wenn man anschaut, wie sich die Löhne entwickeln und entwickelt haben in der Vergangenheit, geht es auch dort rasant in eine Richtung. Und dieses wird die Automation beschleunigen. Und da ist dann, wo Interroll eine wesentliche Rolle spielen kann. Zudem muss man auch sagen, Asien. Das ist nicht generell schlecht, sondern es waren einfach die Projekte, die gefehlt haben. Aber auf dem Produktgeschäft haben wir ganz gute Zahlen und auch Wachstum gegenüber dem Vorjahr.